Wie machst denn du das? Ich kann das nicht. Aber was auf keinen Fall stimmt, ist das Geburtsjahr. Ich habe jetzt leider auch vergessen, welche Nummer das war. Schade. Ich bin ein Überraschungsei. Hallo, liebe Freunde des Eskarabit. Ach so, und die! Hallo, liebe Freunde des Eskarabit. Heute neue Folge von Tommy und Robert öffnen Panini-Bilder. Viel Spaß mit uns. Geh mal. Wow. Also ganz ehrlich. Gänsehaut, ich hab Tommy. Direkt. Hey. Das ist Wahnsinn. Leg doch mal in die Mitte. Hey. Direkt zwei gezogen. Darf ich die einkleben? Gerne. Ja, im Moment. 104. Bester Torjäger. Das ist Rapid im Moment in der Liga. Scheiße. Ich hab mir heute die Fingernägel geschnitten. Shootingstar. Angehender Shootingstar. Sehr gerne. Da muss man ganz genau sein. Gibt es eine Seite für weitere Einwürfe? Ach stimmt, gibt's, Sulzbacher. Sulzbacher, ja. Einwürfe gibt es nicht, ne? Im Dreamteam rechts, warte. Okay. Und extra Biedler. Mach den dort, okay. Damit er von der Seitenauslinie bis rüberwerfen kann. So, gut. Jawohl! Muss ich auch öfters mal gucken, muss man sagen. Vienna, letztes Jahr Noah Bischoff noch gespielt. Und unser Pokalground. Unser Pokalground. Zweite Runde und dritte Runde. Genau. Ich bin jetzt zu weit geblättert. Unser Chef auch mal gespielt, Markus Katze. Und ich ziehe jeden Stürmer. Den nächsten. Ich habe wieder hier alles voll. Bogi, klar, lebe ich direkt ein. Aber natürlich nicht bei uns in Kader, sondern direkt ins Streamding. Ganz klar. Warte, ich muss die Vienna aufkleben. Das wird ein gutes Heft, sage ich dir jetzt schon. 191 Einsätze, 57 Tore. Geht mir auch. Kann er noch ein paar schießen, würde ich sagen. Das ist ein Überraschungsei. Ja, also vorher schütteln, was drin ist. Langsam musst du mal einen ziehen, ne? Von uns. Nikolas Schmidt jetzt ist auch neunmal Hartberg gezogen. Nikolas Schmidt ist auch sehr gefragt, habe ich auch schon zweimal. Zukic gegen uns getroffen. Guter Spieler. Ja. Robert Schul natürlich auch. Wo willst du? Ne, kleben wir nicht ein. Wir kleben doch keine fremden Spieler ein. Ja, doch. Das ist ein Sammelheft. Der muss eingeklebt werden. Ist auch schon ein Spieler in dieser Liga. Schau mal, wen ich gefunden habe. Oh, Lukas Grigic. Okay, jetzt pass auf. Was war das? Es gibt drei Angaben hier drauf. Zwei sind definitiv falsch. Okay. 1,83 Meter. Auf gar keinen Fall. 84 Kilo. Das stimmt auch nicht, glaube ich. Aber was auf keinen Fall stimmt, ist das Geburtsjahr. Wie alt ist er? 95. Er soll erst 29 sein. Das sieht älter aus als wirklich, ich. Ehrlich, ey. Meine Herren. So viel ein Balut. Wochenende gegen uns eingewechselt worden. Danny Alla, Torjäger. Danny Alla von der Admira, oder? Ja, haben wir letztes Jahr. Letzte noch Leoben. Genau, im Pokal-Halbfinale. Jetzt kenne ich mal einen. Der hat am Wochenende gegen uns gespielt. Ja, kam auch rein. Gebauer. Ganz am Ende. Der Bruder von Baumi. Ja. Kapitän WAC. Guter Mann. Den können wir schon mal hier liegen lassen. Best of von Hartberg. Hier sind nur Hartberg-Spieler bei mir. Also ich bin eigentlich zufrieden bei mir. Schau mal, wenn ich die jetzt gebe. Ja. Hat man einfach ein Lächeln im Gesicht, ne? Muss man klar sagen. Mama Sangaré, einer der sympathischsten Spieler der Liga auf jeden Fall. Und bislang wirklich performt. Ja, für seine Schussgenauigkeit ist er nicht bekannt. Rechter Fuß muss auch noch. Bodenlos? Ja, muss geschult werden, das weiß er selber. Er denkt aber, dass er gut schießen könnte. Deswegen versucht er es mehrfach. Hast du jetzt den Krieger eigentlich eingeklebt? Nee. Ich habe jetzt leider auch vergessen, welche Nummer das war. Schade. doch, hier, ich weiß. 105. Ja, aber wir werden unsere schon noch voll kriegen hier. Hey, ich habe mal wieder einen von Hartberg. Oh, ich habe die andere Seite. Schau mal hier. Ah, haben wir doppelt. Ich dachte, ich habe die andere Seite vom Stadion. Also, musst du auch einkleben. Aber warte, so geht's wieder. Ja. Ah, ich habe wieder einen von Hartberg. Also Hartberg habe ich voll hier. Das musst du auf jeden Fall rausschneiden, weil die der nächste Gegner sind. Ich habe eine Top-Karte von Mama. Da beim Top-Player. Top-Player. Wow. Ja, ich habe den nächsten von uns gezogen. Ganz ehrlich, sieht man direkt, ne, wie fingerfertig, Bub, ich bin. Zack, den nächsten. Ich kann mit den Füßen besser als mit den Fingern. Wie machst denn du das? Ich kann das nicht. So. Darf ich nochmal öffnen? Selbstverständlich, zack. Also, ich weiß gar nicht, wieso ihr so viele Packungen gekauft habt. Ja, dann machen wir die Gegend. Aber der spielt doch einen Alltag. Guganik, oder? Oder ist das der andere?
Jetzt mal ohne Scheiß. Oder war das der? Hey, ich sag nichts mehr. Einer zieht hier alles von Rapid. Das war's. Jetzt sind wir fertig. Das ist Wahnsinn. Also für mich ist der Job hier erledigt. Mehr kann ich nie machen. Mit dem Wappen enden. Ich kann wenig dazu beisteuern, außer unseren Gegner vom Donnerstag wieder. Ich ziehe einfach nur Horn und Hartberg, Alter, ey. Falls ihr am Donnerstag 13 Uhr nichts vorhabt, Topspiel, Körner 1, SK Rapid gegen SV Horn. Da darf keiner zugucken. Achso, und der Ausschuss der Öffentlichkeit. Stream gibt's auch nicht. Aber ihr könnt es euch schön reden und im Kopf vorstellen. Wir werden ein super Spiel machen. Achso. Als hättest du nie was anderes gemacht in deinem Leben. Gänsehaut. Wer hat's ausgewählt? Die Bundes. Nee, das ist Wahnsinn. Die machen das. Ja, aber wer hat ausgewählt, dass dieses Foto genommen wird? Da gibt's. Sie machen das, sie fragen uns nicht. Da gibt's 6 Fotos von mir, wahrscheinlich während des gleichen Fotoshoots, wo ich anders schaue. Findest du das schlimm? Ich find's gar nicht schlimm. Ja, ich bin doch eigentlich immer ein total freundlicher Mensch und schaue immer freundlich. Nein. Also freundlich bist du immer, aber du guckst ja auch manchmal so. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist doch kein schlimmes Foto. Da gibt's tausendmal schlimmere. Das sortieren wir jetzt aber aus, oder? Ich hab's nochmal.